Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der von Bündnis 90 Die Grünen vorgelegte Antrag ist eine im Grundsatz richtige Reaktion auf die Havarie der MS2. Aber, liebe Kollegen von Bündnis 90, irgendwie habe ich jetzt ein Déjà-vu. Sie wissen ganz genau, dass meine Fraktion Ihnen und allen anderen Beteiligten schon im Februar 2018 die Hand gereicht hat, verbunden mit der dringlichen Bitte, an den nun von Ihnen wieder geforderten Stellen aktiv Vorsorge zu treffen. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Nun eben Nachsorge, aber bitte mit der gebotenen Gründlichkeit. Das bedeutet, wir müssen erst einmal die abschließenden Untersuchungsergebnisse zum Unfallhergang abwarten und dann sinnvolle Schlüsse daraus ziehen. Alles andere macht keinen Sinn. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern noch an. Dienstag sind wir vielleicht alle etwas schlauer. Fest steht indes, in der Nacht vom 1.1. auf den 2.1. trat sie ein, die für die Landesregierung und die tragenden Fraktionen aus SPD und CDU bislang offenbar nicht vorstellbare Katastrophe, Containerhavarie in der Nordsee, mit großen Auswirkungen auf die niedersächsische und die niederländische Küste. Wir jedenfalls hatten davor gewarnt. Hätte das Unglück mit etwas mehr Sinn für die Realität von Seiten der CDU und SPD verhindert werden können? Die Antwort muss ich Ihnen schuldig bleiben. Ich kann Ihnen aber garantieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in Bezug auf Unfall- und Katastrophenprävention in diesem Bereich schon weiter wären, wenn Sie auf meine Fraktion gehört und unseren Antrag 18284 vom 13.02.18 Laschen ist Hafenarbeit in der gebotenen Ernsthaftigkeit aufgenommen hätten. Wir hatten dort und unter Bezug auf vorangegangene Unglücke dringend gefordert, dass Lascharbeiten zukünftig ausschließlich hafenseits und speziell von dafür ausgebildeten Hafenpersonal auszuführen sind. Dies dient der Sicherheit von Leben, Sachwerten, der Umwelt und nicht zuletzt der heimischen Wirtschaft. Hier darf es keine Kompromisse geben. Wie sind Sie mit unserem Antrag umgegangen? Sie haben ihn marginalisiert. In der Folge ist im Juni 2018 aber immerhin eine Unterrichtung angestoßen worden, die unsere Entschließungsanträge zu 1 und 2 vollständig übernahm. Das Ergebnis der Unterrichtung ging aber letzten Endes dahin, dass alles in Ordnung sei und kein Änderungsbedarf bestehe. Mit dieser Antwort haben Sie, liebe Regierenden, sich begnügt. Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen von SPD und CDU, das ist mangelndes Problembewusstsein und darüber hinaus grob fahrlässig. Sie haben das Thema verharmlost, mit der Havarie der Zoo jetzt die rote Karte bekommen. Sie sollten endlich und aus eigener Erkenntnis heraus aktiv werden, bezeichnend, dass Sie sich selbst bei offensichtlichen Missständen von der Opposition zum Handeln motivieren lassen müssen. Was ist jetzt zu tun? Laschen ist von den Hafenarbeitern auszuführen. Sofern unter Einbeziehung und Abwägung ökonomischer Aspekte sind diese Forderungen in Gänze umsetzbar. Das hat die Landesregierung jedenfalls davon ausgehend zu gestalten und auf die weiteren Gestalter einzuwirken. Unfälle dieser Art müssen mit allen politischen Mitteln und in Verantwortung für Mensch, Umwelt und Sachen verhindert werden. Weiteres Zuwarten ist verantwortungslos. Sie, liebe Landesregierung, haben jetzt ohne weiteres schuldhaftes Zögern öffentlich-rechtliche Maßnahmen zur Vermeidung von weiteren Unfällen dieser Art zu prüfen und einzuleiten. Des Weiteren über das Flaggenrecht auf die Schiffseigner, Kapitäne und Normgesellschaften einzuwirken, dass diese ihre Lastnormen noch strikter gestalten und überprüfen, gegebenenfalls auch über den Bundesgesetzgeber. Eine bloße Ausrede ist es jedenfalls, sehr geehrter Minister Altusmann, wenn Sie bzw. Ihr Ministerium, wie in der HZ vom 27.12. berichtet, in tragischer Weise noch vor der Havarie auf die alleinige Verantwortlichkeit des Kapitäns zurückziehen und damit zugleich behaupten, Regierung und Gesetzgeber könnten deshalb nicht handeln. Das ist falsch, wie Ihnen auch der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen in unserem Entschließungsantrag verdeutlicht. Vielen Dank. Wir müssen hier endlich handeln. Vielen Dank, Herr Kollege. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Kollegin Jansen-Kutsch. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, alle reden hier über diese Untersuchungsergebnisse.
Ich frage jetzt eigentlich mal, wo sind eigentlich die Untersuchungsergebnisse der Glory Amsterdam? Über ein Jahr, Ende Oktober 2017, liegt immer noch nichts vor, obwohl Bundesanstalt für die Seeuntersuchung eigentlich verpflichtet ist nach einem Jahr. Es wird laufend verlängert. Bei MSC Sue wird es unterschiedliche Gründe haben, da gebe ich Ihnen recht allen. Aber es geht einfach konsequent darum, jetzt wirklich Vorsorge zu treffen. Wir haben Negativkatastrophenbeispiele genug und wir sitzen mit der Entsorgung. Sie haben auch alle recht, diese Reederei übernimmt erstmal die Kosten, das macht die Versicherung. Aber ich erinnere nur noch mal an die Ü-Eier auf Langeoog. Das werden die Kollegen auch von der Küste wissen. Jetzt kann man schon nicht mal mehr nachweisen, dass sie von dem und dem Schiff kommen. Und jetzt ist es vorbei mit Übernahme der Kosten. So, das wird hier auch ganz schnell so sein. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn wir die nächsten Plastiksandalen in einem Jahr irgendwo an der Küste und am Strand finden oder Autoschalensitze, wird man sagen, kommt nicht von uns. Also deswegen bitte das Problem nicht aussitzen, handeln. Und vor allem nicht nur die Untersuchungsergebnisse abwarten. Wir wissen, was zu tun ist. Vielen Dank, Frau Kollegin. Im weitesten Sinne bezog sich das sogar auf den Redner, den ich frage, ob er entgegnen möchte. Bitte schön, Herr Henze. Der Kollege Nacke hat Hunger, sagt er jetzt mehrfach schon. Das ist gefährlich, wenn der Kollege Nacke Hunger hat, da sollten wir alle vorsichtig sein. Aber kommen wir zu dem Thema. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Redezeit an der Stelle. Und ich möchte mal eins dazu sagen. Wir müssen uns angucken, wenn wir uns die entsprechenden Lastvorschriften ansehen, ob sie noch zeitgemäß sind im Hinblick dessen, dass wir inzwischen 10 Containerreihen unter Deck und 8 Containerreihen über Deck fahren. Wir haben ja von der Landesregierung die neuen Sicherungen gehört. Darüber wurde berichtet, dass die obere Sicherung gar nicht mehr notwendig ist. Wir müssen uns aber auch verdeutlichen, dass im unteren Bereich die sogenannten Laschgestelle immer noch so hoch sind wie bei Containerschiffen, die nur 6 Container über Bord, über Deck gefahren haben. Und wenn Sie sich mal das verdeutlichen, Sie haben in der Hand gegebenenfalls 5 Gläser Wasser und schaukeln damit, dann sehen Sie die Kräfte, die da auftreten. Machen Sie das mal mit 8. Das geht dann irgendwann über Bord, das Ganze. Und natürlich nimmt man diese Laschgeschirre nicht weiter nach oben, weil das nämlich den metrischen Punkt oder die Topgewichte bei den Schiffen erhöht. Und dann können Sie nämlich oben nicht noch mehr Ladung draufpacken an der Stelle. Da beißt sich nämlich die Katze in den Schwanz. Und das ist genau der Ansatzpunkt, wo wir ran müssen mit den Vorschriften, ob es noch sinnvoll ist, denn oben muss gelascht werden. Weil bei diesem Schiff sind die Container nach beiden Seiten abgerutscht. Das kann bei einer Grundberührung passieren, das kann passieren, wenn die Ladung nicht richtig gesichert ist. Und natürlich auch, wenn ich Watte unten packe und Bleicontainer nach oben packe, was ich nicht glaube. Aber auch das falsche Laschen wie auch das falsche Lagern, wäre durch vernünftige Kontrollen sozusagen zu beseitigen gewesen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Enzel. Zwischen uns und der Mittagspause steht jetzt noch der Kollege Hiebing. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schade, dass sozusagen ein, wie ich